Sein Gegner, gefühlt 30 cm kleiner, gefühlt chubby, 70, 80 Kilo mehr. Ground Game, tot. Ja. Einfach ein Amateur im MMA-Kampf. Katharina, sag mal ganz ehrlich, ja? Hard of Hardcore. Du gegen Smolik. Man will als Kämpfer dastehen und ist eigentlich kein Kämpfer. Der kann auch hier ins Training kommen samstags. Dann können wir den Kampf machen. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo. Heute an meiner Seite Katharina Lehner, Profikämpferin aus unserem MMA-Spirit. Freut mich sehr, dass du hier bist. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja. Heute reagieren wir auf Smolik seinen Kampf und seine ausgesprochene Herausforderung oder Reaktion auf mein Video. Schauen wir mal rein. Na, schaffst du es noch nach dem Sparring? Soll ich schon Stopp machen? Oder? Naja, man sieht halt... Das wird der Gegner sein, aber weiß ich, den Gegner habe ich schon mal gesehen. Man weiß es ja nie so, aber das könnte halt auch wieder irgend so ein Türsteher sein. Rolle vorwärts so, als also Entry. Athletisch ist er schon mal, Rolle vorwärts, schon mal ein Anfang. Das ist eine Ansage. Ja, auf jeden Fall. Oh! Oh. haben Sie abgesprochen oder? Er hat ihn auf jeden Fall motiviert. Mhm. Okay. Aber man muss ja, guck mal, man muss ja wirklich mal, egal jetzt, was vorher passiert ist oder sonst irgendwas, er sieht ja auf jeden Fall athletisch aus. Also man sieht, er trainiert und macht seinen Job im Training, wie es. Genau, also ich meine, Smolik ist ja auch ein Athlet. Also es ist jetzt nicht jemand, der einmal die Woche Sport macht. Genau. Er trainiert ja wahrscheinlich genauso wie wir. Ja. Er ist ein Athlet. Sein Gegner, gefühlt 30 cm kleiner. Und gefühlt chubby. 70, 80 Kilo mehr. Ja, und aber man darf es ja nie unterschätzen so, am Anfang. Ne? Deswegen schauen wir mal rein, oder? Ich denke, jetzt wollen sie alles rauslassen. Die Kritiker mit einem hoffentlich guten Kampf, einer guten Leistung überzeugen. Oh, und Smolik feuert hier. Gut, zum ersten Kampf. Wir kennen ja den ersten Kampf. Der Gegner, ich weiß gar nicht, wie er heißt, keine Ahnung, Kasmat oder wie, was weiß ich auch immer. Er bewegt sich wenigstens mal wie ein Kämpfer. Ne? Das ist schon mal der erste Eindruck von mir. So. Genau, er hat Fight Stance, er weiß ungefähr, wie man beim Boxen steht. Genau. Ich habe dort auch, so wie ich das im Vorfeld mitbekommen habe, hat er ein paar Kickbox-Kämpfe gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber die Zeit ist ja auch schon lange vorbei. Aber es ist ja egal. Smolik, zwei, drei gute Hände gehauen, kann man stehen lassen. In die gefährliche Schlagdistanz. Aber wenn du mal siehst, ne, man muss es auch nicht, eins nicht vergessen, wenn du von so einem schweren Mann eine gefährliche Bombe kassierst, ja, dann kann das auch ein Lucky Punch so sein, du bist GSKO. Also er geht schon vorsichtig an die Sache ran, er macht es auf jeden Fall taktisch sehr gut, also bis jetzt, was nicht viel passiert ist, aber kann man sagen, oder? Der High-Kick war auch gut. Ja. Das ist ja, er sagt ja selber, hat mich getroffen. Das ist okay. Er macht sein Ding. Ging die zweite Runde sogar, ja? Ja. Ich glaube, die zweite Runde war ein Finish. Ich hatte irgendwas gelesen. Okay, aber. Okay. Gucken wir mal. Er versucht ja wenigstens zu arbeiten. Genau, ist natürlich auch mal die Gefahr, wenn er jetzt diese von ihm bekannten Spin-Kicks rausfeuert. Smolik könnte jetzt aber siehst du, wiederfinden. Das weiß er natürlich auch. Keine. Gutes Knie. Ja. Also ich meine, hier... Aber man muss ja mal sagen, sehr gutes Knie. Man muss ja mal sagen, der Gegner wehrt sich ja diesmal, ne? Genau, also, ich wollte gerade sagen, der kämpft wenigstens ein bisschen mit, er schwingt. Genau. Genau. Ob es technisch gut ist oder nicht, das egal, aber er ist auf jeden Fall hier zum Kämpfen. Genau. Man muss sagen, die Kombination, man bringt sie gut zusammen. Also ja. Smolik macht die Kombination gut zusammen. Der Gegner bewegt sich halt nicht wirklich dynamisch, sowieso nicht, das will ich gar nicht sagen. steht wie ein laufender Boxsack eigentlich da, aber ist um Gottes Willen. Ja. Aber das ist halt ein K1-Kampf, ne, gerade. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ich meine, ne, vielleicht geht es ja noch auf den Boden, mal schauen. Oh, und jetzt feuert Michael Smolik los. Das könnte der Anfang vom Ende sein, bin mir nicht sicher. Gut, aber das siehst du zum Beispiel beim Gegner, Ground Game, tot. Ne? Also er lässt sich ja sofort, lässt den Smolik sofort in die Mount steigen. Ja, aber das ist ja, ich sag mal so, auch einer, der jetzt nicht MMA kämpft und so eine Chance kriegt, der, natürlich geht er oben hin, ist doch... Ja klar, das ist ja fast ein Instinkt. Deswegen, ja genau, das meine ich. Also das ist der Instinkt einfach. Aber egal wie, er hat gute Kombinationen rausgehauen, kann man so stehen lassen. Meint ihr, hat der Gegner auf euch einen Eindruck gemacht, als ob er wirklich den Anspruch hatte zu gewinnen? Er sieht jetzt nicht jemand aus, der wirklich einen Fokus hat. Ich bin Athlet, ich trainiere hart und ich will ein paar Mal im Jahr kämpfen und ich habe ein Ziel im Kampfsport. Der Gegner... Ja, aber ich weiß, du hast leider das erste Video von dem Kampf nicht gesehen. Das war einer, der hat gewusst, der geht dahin und der verliert. Also bis jetzt ist es okay. Ist doch okay. Und jetzt, hartes Ground and Pound. Aber gut, siehst du ja auch, ne?
Hast du gesehen? Ich meine, da war keine... Kein Wirkungstreffer. Keine richtige, wirkliche harte Hand drin, aber okay, der Referee ist dazwischen gegangen, ne? Meiner Meinung nach wüsste ich jetzt nicht, wer Smolik ist und der andere, würde ich sagen, das ist einfach ein Amateur im MMA-Kampf. Vom Niveau her. Genau meine Worte hast du gefunden. Katharina, sag mal ganz ehrlich, ja? Wenn es hart auf hart kommt, du gegen Smolik. Also ich sage, wenn der Kampf auf den Boden geht, ne, ist vorbei. Ist vorbei einfach. Ja. Gut, ich meine, der ist ja, ich weiß nicht gerne, wie groß, ich glaube, der wird 1,96 locker sein. Ich glaube, der ist Stefan, sehr groß, oder? Ja, der ist sehr groß, sehr schwer. Ja. Müsste ich gegen ihn kämpfen, dann sofort Double Leg Takedown. Ja. In die Mount wie er. Nein, aber bei meinem Ground and Pound sind auf jeden Fall ein paar Wirkungstreffer das dabei. Das ist auf jeden Fall. Also. Oh, er ist ja noch fit. Zweite Runde. Aber das ist schon wieder so ein Ding, so. Ja, ist doch gut. Gut, freut man sich, dass man einen Kampf gewonnen hat. Bleibt doch cool. Also es ist doch jetzt nicht ein Kampf gewesen, wo es über die Runden gegangen ist, wo ihr euch richtig in die Schnauze gehauen habt. Weißt du dann, oder ja, weißt du, was ich meine? Das ist einfach alles überzogen. So ist es. Also vor dem Kampf. Ich sag dir, diese Telepathie zwischen uns beiden, die passt gut, weil du nimmst meine Wörter schon aus dem Mund. Gut, man muss ja, warte mal, Entschuldigung. Alles gut. Man muss ja sagen, er kann es ja auch. Weißt du, er hat ja beim K1, er war ja ein paar Mal im Fernsehen, da waren ja auch nur Flaschen eigentlich, die er gekämpft hat. Er weiß ja, wie man dann jubelt und macht und tut. Also er hat ja die meisten Kämpfe, ich glaube, der ist ungeschlagen im K1. Mhm. Ja, ne? Ich glaube, ja. Deswegen, ich muss ja gestehen, ich gucke keine K1-Kämpfe. Ich auch nicht. Ich habe das ich habe den auch, ja gut, das ist ich meine, er kann sich ja auch freuen, weil letzten Endes, ein Kampf ist ja immer schon irgendwie ein Kampf. Mhm. So, ne? Also ich habe mich auch bei Grappling-Turnieren gefreut, wenn ich gewonnen habe. Aber kannst du mal den letzten Kampf einfach nur für mal angucken, dann sagst du, dann können wir uns nochmal reden, ob ein Kampf ist. Weißt du? Für ihn ist es aber ein Kampf. Ja? Denke gut, ich. Weil vielleicht haben wir auch eine andere Ansicht vom Kämpfen. Ich denke, für ihn ist es ein Kampf und du darfst auch nie vergessen, wenn jemand dich so hypt. Also ich meine, so Smolik ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Follower hat er, 300.000 und wird halt auch von diesem Promoter so gehypt, dass es der richtig krasser Kämpfer ist und das wird ein krasser Kampf. Leute springen auch so auf ihren eigenen Hype-Train auf. Da sind wir doch schon wieder aber beim Thema. Guck mal, er hat einen Hype, ne? Von einer anderen Community, sag ich mal, K1. Ja. Oder sonst irgendwas. Oder RTL-Community. Oder RTL-Community. Ja. Die kommen jetzt in das MMA-Geschäft rein. Die sehen diese Kämpfe. Diese Kämpfe. Ich rede nur von den zwei Kämpfen. Was sagen die Leute denn über uns dann? Bei solchen Kämpfen ist es halt wirklich nur, man will halt diesen Fame. Man will als Kämpfer dastehen und ist eigentlich kein Kämpfer. Was extrem schlecht für unseren Sport ist. So ist es. Und das war eigentlich, genau so sagst du das. Extrem schlecht für unseren Sport. Und genau deswegen bin ich nur auf dieses Thema eingegangen. Ja. Sonst gar nicht. Wenn er kämpfen will, soll er kommen und kämpfen. Das ist doch gar kein Problem. Ja. Überhaupt nicht. Der kann auch hier ins Training kommen samstags. Dann können wir den Kampf machen. Das ist doch gar kein Problem. Überhaupt nicht. Kein Problem. Wie er will. Boxen, Bare-Knuckle, MMA, Thai-Boxen, was weiß ich, was es alles gibt. Kein Problem. Komm, wir gucken uns noch das Ende und dann schauen wir weiter. Guck mal, das taucht sogar noch ab. Das musst du mal... Keine Power hinter den Schlägen, nix, ne? Und hier, guck mal, der trifft nicht einmal den Kopf. Einmal Hinterkopf und der Rest war Deckung. Aber gut, er hat es probiert, sagen wir es mal so. Für mich ist er kein Profi-MMA-Kämpfer. Aber ich bin froh, dass du heute hier bist. Ich sag dir so, wie es ist, weil viele haben mir geschrieben, guck mal, der Lappen da und dies und das, weißt du, aber selber sagen sie nichts. Ja. Ich sag nicht, dass er ein Lappen ist oder so, um Gottes Willen. Aber das, was er da macht, das passt einfach nicht rein ins MMA-Geschäft. Das ist ganz einfach, das ist meine Meinung, die Meinung werde ich immer vertreten. Wenn wir ehrlich sind, er macht sich doch selber keinen Gefallen damit. Eben. Ich sag dir so, wenn einer kommt und er geht mal auf die Bretter, ich weiß nicht, ob es dann bei dem weitergeht, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, das war's. Also, du kannst bitte sagen, du ja. Ich habe ja eine sehr freundliche, nette, liebe Persönlichkeit. Du kommst auch aus München, oder? Oder nicht? Ich weiß nicht, wo der herkommt. Du kommst auch aus München, Bayern da unten, du. Ja. Ja? Am Ende ist noch eine Falle hier. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht, aber ich bin halt einfach kein Fan von Gegner holen und Gegner aussuchen, weil, ja, entweder du bist ein Kämpfer oder... Du kämpfst halt nur, um bekannt zu werden. Ja, wir gehen jetzt rüber, schauen uns die Ansage an. Mal schauen, was er da losgelassen hat. Genau so. Ich mache die Katharina richtig fit gegen ihn. Jetzt der erste Männer-Frauen-Kampf, glaube ich.